Ja, und schon sind wir wieder hier. Und wir starten einfach mal einen neuen Versuch nochmal. Erstmal hier wieder das Ding ab. Das ging eigentlich ganz locker von der Hand. So, weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit, so. Okay, die Hand erstmal wieder gerade machen. Perfekt. Warum ist die eigentlich so blutig? Müsste denn nicht eigentlich... Ja, ich verstehe schon mal... schon warum die blutig ist, aber müsste ich auch wenigstens Handschuhe oder sowas tragen? Naja. So, und jetzt ganz vorsichtig die Hand erstmal hoch. Hoch. Nee. Ah, wie geht das? Okay, so könnte es klappen. Und greif zu. Na. Blödes Handsteuerungssystem. Komm schon. Okay. Habe ich ihn? Jetzt habe ich ihn. Okay, perfekt. Perfekt. Und go. Go. Mach was. Ich drehe die Hand mal ein bisschen. Ja. Scheiße. Scheiße. Ja. So habe ich mit 5 Jahren meinen Stift gehalten. Ah, komm schon. So müsste es doch eigentlich klappen. Hand runter. Okay. Ich schneide. Oh, das war ein bisschen zu tief. Das könnte eventuell eine Fleischwunde geben. Upsala. Upsala. So, den auch noch. Na, komm her. Den kriegen wir noch. Müssen wir das Herz einsetzen, mal langsam. Oh, das Blut schwindet drastisch. Wir müssen jetzt das Herz einsetzen. Kriegen wir vielleicht den noch raus irgendwie? Komm schon. Nee. Oh mein Gott. Erstmal den ganzen Scheiß hier raus. Okay. So, weg damit. Ich dachte, weg damit. Nee, wir kommen da aufs Verrecken nicht dran gerade. Und mit Verrecken sind wir wahrscheinlich gar nicht mal so weit weg hier. Komm schon. Oh mein Gott. So, was machen wir? Haben wir nicht eine Zange oder sowas? Eine Zange, Säge, nee. Zieh doch, ach Mann. Ich will auf jeden Fall einmal hier das Herz optimal rauskriegen und vielleicht das andere reinsetzen. Was können wir hier mit der vielleicht ein bisschen anstupsen? Naja, das bringt's nicht, ne? So, ich will die da unten drin haben. Ja, nee, was habe ich? Ich habe die. Oh. Ja, wenigstens habe ich irgendwas scheiße, ja. Machen wir nochmal. So, wo ist die Hand? Gib mir die Hand. Warum operiert er eigentlich nur mit einer Hand? Sollten nicht geschulte Ärzte das vielleicht mit zwei... Oder ich bin wahrscheinlich einfach zu pro dafür. Ich kann das auch spielen mit einer Hand. Wie war das so? Weg damit, weg damit, weg damit. Okay. Gut, noch ist alles schön. Wie kriegen wir jetzt hier... Ich glaube, ich nehme nochmal die Säge. Also nicht die Säge, die... Wisst ihr Bescheid? Das Ding hier, das Grüne. Ja. Weil damit haben wir auf jeden Fall schon viel wegbekommen. Habe ich's?
Okay, kann. Nee, ich habe was anderes. Verdammt. Ah, den kriegen wir, den kriegen wir. Ich bin ja ganz zuversichtlich eigentlich. Komm her. Okay, perfekt. Perfekt. So, und jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Upsala. Nein, hoch, hoch, hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, das hat bestimmt wehgetan. Okay, die sind schon kaputt wahrscheinlich, die. Okay, weg mit dem Ding. Erstmal hier die Sachen rausholen. Greifen. Weg. Weg. So, das hat schon mal ganz gut geklappt. Oh. Mach da keinen Scheiß. Überleb, überleb. Okay, wir. Komm schon. Wir schaffen das. Aber nicht so. Okay, nochmal runter. Greifen. Ich vergreife mich immer. Der glitscht dann ein bisschen weg. So, jetzt zieh, zieh, zieh! Sind die noch fest? Ich weiß es gar nicht. Ja. Versuchen wir es erstmal mit denen hier. Vielleicht kriegen wir da noch was weg. Wobei ich mittlerweile wirklich glaube, wir können quasi vergessen, das Spiel hier zu lösen. Ich glaube, da, das wird nichts. Ich würde mal gerne jemanden sehen, der das schafft. Ich schaffe es nicht, glaube ich. Komm schon, raus da. Okay, mit der Hand kommen wir hier nicht weit, oder? Ich könnte jetzt nochmal die anderen Finger noch mit dazu benutzen. Zieh doch! Zieh doch! Also ich zieh hier wie ein Bekloppter, da, das bringt's nicht. Ich nehme nochmal hier unseren Schraubi. Ich glaube, das ist das effektivste Werkzeug. Schraubi? Komm schon. Nicht wegglitschen. Ja, hab ihn. Okay. Oh Gott, nein. Und. No, good, no, good. No, Okay, hat geklappt, hat geklappt. nein. Das muss so sein, Leute. Das sieht nur ein bisschen böse aus, aber das muss so sein. Das hat alles seine Richtigkeit. Vertraut mir, ich bin Arzt. Wow. Scheiße. Nein, bitte nicht, ich war so gut. Okay, jetzt ganz schnell. Er verliert Blut. Raus damit, raus damit. Komm. Ach, egal. Herz rein. Das hat alles seine Richtigkeit. Du kriegst jetzt zwei Herzen. Doppelherz. Und Präzisionsarbeit. Rein damit. So. Bisschen drücken noch. Ja. Liegt gut, liegt gut. Das Clipboard. Genau, da können wir mit zumachen. Komm schon. Erstmal den Müll hier weg, der da liegt. So. Clipboard. Komm. Ja. Und perfekt. Bleib so liegen, bleib so liegen. Das ist, hat alles seine Richtigkeit. Ich mach mal jetzt schnell die Musik für den Patienten. So. Alles gut. Oh, der hat sich verhakt hier in meinen Fingern. Ach, komm. So. Ja, und hier steht für alle, die genauso gut Englisch können wie ich, wir haben gewonnen, der Patient hat überlebt. Und wir sind hier echt ein Meister in unseren Fähigkeiten. Einmal gebe ich mir noch. Wobei, sorry, ich glaube, das Ding ist einfach nicht machbar. Würde mal gerne wissen, ob das wirklich einer hinkriegt. Aber man muss dazu auch sagen,
Das wurde, glaube ich, von Studenten entwickelt und die hatten gerade mal, ich meine, 2 Tage Zeit dafür. Und